Ein Mädchen namens Lee leidet unter psychischen Problemen und wurde heute aus dem Krankenhaus entlassen. Ihre Krankheit veranlasst sie, sich auf alle möglichen Arten zu verletzen, indem sie scharfe Gegenstände und andere Werkzeuge benutzt, während die Ärzte sie in keiner Weise heilen können. Zurück im Haus ihrer Eltern macht sich Lee auf die Suche nach einem Job, um Geld zu verdienen und nützlich zu sein. Das Mädchen kann nichts und hat keine Ausbildung, aber später entdeckt sie, dass sie sehr gut und schnell auf einer Schreibmaschine tippen kann. Eines Abends findet sie in der Zeitung eine Stellenanzeige, in der ein ortsansässiger Anwalt eine Sekretärin sucht. Dann ruft sie im Büro an und es wird ein Termin vereinbart. Abends rezitiert sie vor dem Spiegel, was sie beim Vorstellungsgespräch sagen wird, da sie sehr nervös ist und es ihr erstes Mal ist. Am nächsten Tag kommt das Mädchen ins Büro und stellt fest, dass dort viel Chaos herrscht. Alle ignorieren sie und niemanden interessiert es, als sie behauptet, sie sei zum Vorstellungsgespräch gekommen. Sie geht dann allein weiter und betritt das Büro des Anwalts Edward Gray, der beginnt, das Mädchen nach ihrem Privatleben zu fragen. Einige Fragen sind sehr seltsam, wie zum Beispiel, ob das Mädchen Kinder haben möchte, ob sie Schwestern hat, wo sie lebt und ob sie einen Freund hat. Edward zeigt ein sehr seltsames Verhalten und es scheint, dass auch er an einem psychischen Problem leidet. Das Mädchen reagiert darauf in keiner Weise, also warnt der Mann sie, dass der Job der Sekretärin sehr langweilig und eintönig ist, da sie hauptsächlich Briefe an potenzielle Kunden schicken muss. Als erste Aufgabe bittet Gracie, ihm eine Tasse Tee zu kochen, aber das Mädchen gerät in Panik und kann nicht einmal eine so einfache Aufgabe ausführen. Die nächsten Tage sind sehr schwierig für Lee, da sie nicht die Zeit findet, alle ihr übertragenen Aufgaben zu erledigen. Nach einer Weile bekommt das Mädchen die Symptome eines Nervenzusammenbruchs. Einige Zeit später trifft Lee zufällig einen alten Schulfreund von ihr. Von Nostalgie getrieben, fangen die alten Freunde an, zusammen zu trinken. Die ganze Szene wird heimlich von Edward beobachtet, der zufällig gerade in der Nähe ist. Am nächsten Tag beginnt Edward, von Eifersucht getrieben, sich gegenüber dem Mädchen aggressiv zu verhalten. Er schimpft mit ihr wegen der Grammatikfehler, die sie in Briefen an Kunden gemacht hat. Aufgrund des ständigen Stresses und Drucks macht Lee immer häufiger Grammatikfehler. Nach einem weiteren Brief voller Fehler verliert Edward die Geduld und befiehlt dem Mädchen, sofort in sein Büro zu kommen. Als das Mädchen dort ankommt, befiehlt er ihr, sich über den Schreibtisch zu lehnen und den Brief mit den Fehlern zu lesen, den sie geschrieben hat. Zur Überraschung des Mädchens schlägt der Mann ihr jedes Mal, wenn sie einen Fehler findet, auf den Hintern. Der Mann bittet sie, weiterzulesen, was das Mädchen tut. Edward fängt an, sie härter und härter zu schlagen, und Lee scheint es zu genießen. Nach dieser seltsamen Szene setzt sich Edward an seinem Schreibtisch, als wäre nichts passiert, und bittet sie, wieder an die Arbeit zu gehen. Am nächsten Tag macht Lee weitere grammatikalische Fehler, aber dieses Mal ist klar, dass sie es absichtlich getan hat, nur um erneut von Edward bestraft zu werden. Uns werden Szenen gezeigt, in denen Gracie in seinem Büro schlägt, er ihre Hände an eine Stange bindet, sie zwingt, sich als Hund auszugeben und auf allen Vieren zu kriechen, um ihm Dokumente zu bringen. Abends liest das Mädchen ein Magazin, das Frauen besondere Methoden beibringt, erfolgreiche Männer zu verführen. Lee schläft ein, als sie an ihren Chef denkt, und nachts träumt sie davon, an romantischen Orten mit ihm Liebe zu machen. Anscheinend verliebte sich das Mädchen in Gray. Am nächsten Morgen macht sie absichtlich einen Fehler in einem Brief, sodass Gray sie zum x-ten Mal bestraft. Danach bemüht sie sich sehr, ihm ihre Wünsche anzudeuten, aber Edward ist mit der Arbeit beschäftigt und kann ihr keine Zeit geben. Heute ist er aus irgendeinem Grund sehr kalt zu ihr und gibt sogar vor, zu telefonieren, um sie zu ignorieren. Das Mädchen beendet ihre Schicht und geht ins Krankenhaus, wo ihr kranker Vater liegt. Lee, traurig und deprimiert von dem, was passiert ist, geht zu Grees Haus, um Trost zu finden. Sie klopft an die Tür des Mannes, aber sie erstarrt, als sie ihn vor ihren Augen sieht. Stotternd erfindet sie eine Arbeitsausrede, dann antwortet Edward, dass sie ihn morgen im Büro treffen wird, weil dies sein Zuhause ist und er außerhalb der Arbeitszeit nicht gestört werden möchte, und fährt fort, ihr die Tür vor der Nase zuzuschlagen. In den folgenden Tagen kümmert sich Gray nicht mehr um das Mädchen und bestraft sie nicht mehr für Fehler. Er wirft sogar alle Briefe mit roten Markierungen, mit denen er die Fehler eingekreist hat, in den Müll. Lee versucht unzählige Wege, um die Aufmerksamkeit seines Chefs zurückzugewinnen, aber er ignoriert sie weiterhin ohne ersichtlichen Grund. Das Mädchen beschließt, alles allein zu machen und schlägt sich selbst mit einem Spielzeug, aber leider bekommt sie nicht das gleiche Vergnügen, das sie mit ihm hatte. In Wirklichkeit stellt sich heraus, dass Edward ihrer überhaupt nicht überdrüssig geworden ist, er versucht einfach mit allen Mitteln, all seine geheimen Wünsche in sich zu unterdrücken. Lee ist es leid, ihren Chef zu jagen, und beschließt, vergangene Erfahrungen mit ihrem ehemaligen Klassenkameraden zu wiederholen. Der Junge ist jedoch zu sanft zu ihr und er hat nicht den Mut, sie hart zu schlagen, aus Angst, sie zu verletzen. Das Mädchen bleibt dann mit der Beziehung unzufrieden. Am nächsten Tag beschließt das Mädchen, ein für allemal zu handeln.
Sie fährt fort, einen riesigen Wurm in den Brief zu stecken, den sie Edward gibt, der an diesem Punkt seine Gefühle nicht länger zurückhalten kann und dem Mädchen befiehlt, in sein Büro zu kommen. Lee beugt sich über den Schreibtisch und wartet mit zufriedenem Gesicht auf die Bestrafung. Der Mann fordert sie auf, Rock und Unterwäsche auszuziehen. Sie gehorcht, doch der Mann traut sich nicht, sie anzufassen, sondern geht nur noch zur Handarbeit über. Danach geht er zurück zu seinem Schreibtisch und bittet sie, ihm ein Sandwich zu machen. Lee, traurig, geht weg. Danach sammelt Gray alle Fotos des Mädchens und ihre Briefe mit den Fehlern ein und verbrennt sie dann im Hinterhof. Am nächsten Morgen bringt er das Mädchen in sein Büro und stellt ihr dieselben Fragen wie im Interview zu Beginn des Films. Obwohl das Mädchen die gleichen Dinge wie beim ersten Mal antwortet, behauptet der Mann, dass sie für diesen Job nicht geeignet sei. Er erinnert sie an all die Fehler, die sie bei der Arbeit gemacht hat, und feuert sie dann. Lee verrät dem Mann, dass sie ihn gerne außerhalb der Arbeit besser kennenlernen würde, aber der Mann schreit sie an, dass er sie nur wegen seiner seltsamen Fantasien eingestellt habe. Dann bittet er sie zu gehen und nicht länger zu versuchen, ihn zu treffen. Lee sammelt ihre Sachen und geht hinaus. Im Hof bleibt sie stehen und beginnt mit gebrochenem Herzen zu weinen. Zu Hause erzählt sie niemandem, dass sie gefeuert wurde, und tut so, als würde sie jeden Morgen wie gewohnt zur Arbeit gehen. Als sie Edwards Büro ausspioniert, bemerkt sie, dass ein anderes Mädchen den Job als Sekretärin übernommen hat. Lee versucht, einen Freund zu finden, der das gleiche Verhalten wie Edward hat, aber es ist alles vergebens, da einige Typen zu normal sind, während andere zu seltsam sind. Nach einiger Zeit beschließt sie, ihren ehemaligen Klassenkameraden zu heiraten, aber am Hochzeitstag flieht sie und geht zu Grees Büro. Hier erklärt sie sich ihm, aber der Mann antwortet, dass er ihr nicht glaubt. Das Mädchen besteht darauf und erklärt, dass sie ihn von ganzem Herzen liebt. Gray bittet sie dann, ihm ihre Liebe zu zeigen, indem sie ihre Hände auf den Schreibtisch legt, um auf seine Rückkehr zu warten. Die Nacht kommt und Lee sitzt immer noch in derselben Position. Gray beobachtet sie derweil heimlich vom Fenster aus und denkt lange über ihre Gefühle nach. Der Mann ruft im Büro an, und als das Mädchen den Anruf entgegennimmt und den Hörer mit den Zähnen abnimmt, erkennt Edward, dass das Mädchen jeden seiner Befehle befolgen wird. Während der Mann ihr weiter nachspioniert, kommt Lees ehemaliger Klassenkamerad ins Büro. Der Junge versucht, sie mit Gewalt nach Hause zu bringen, aber das Mädchen rebelliert und wird wütend und schlägt sogar den Jungen, den sie heiraten wollte, um Grees Befehlen Folge zu leisten. Ruhig sagt sie dem Jungen, dass sie ihn nie wieder sehen will und bittet ihn, sie in Ruhe zu lassen. Ein paar Tage vergehen, aber Lee bleibt ohne Nahrung und Wasser in derselben Position. Viele Freunde und Verwandte versuchen sie zum Nachdenken zu bringen, aber das Mädchen hört auf niemanden. Gray erkennt schließlich, dass er das Mädchen selbst liebt, und er kehrt in das Büro zurück, das jetzt von Reportern und einer Menge Zivilisten umgeben ist. Edward betritt sein Büro, er gibt dem Mädchen etwas zu trinken, er holt sie ab und bringt sie zurück zu seinem Haus, wo die beiden sich lieben. Nach einiger Zeit heiraten die beiden und spielen immer noch ihre seltsamen Spiele, wobei die Frau die seltsamsten Wege findet, ihren Ehemann zu verärgern und seine Strafe zu erhalten. Damit endet der Film. Abonnieren Sie für weitere Videos wie dieses, aktivieren Sie Benachrichtigungen und helfen Sie dem Kanal gerne beim Wachsen. Danke fürs Zuschauen.